Halt. Okay. Links herum kehrt um. Ach so, okay, die machen nur Drill. Worum geht, wie ihr wünscht. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Under normal circumstances, I would never say this, but I could use some help. Stimmt etwas nicht zur Fahne? In the last couple of days, I dipped my fingers into a few pockets. One held a bag of junk and this notebook. It contains details of the camp defenses, commander names and bits of conversation. Also ja, Safana hat damit angefangen, dass sie mich um Hilfe gebeten hat. In den letzten paar Tagen habe ich meine Finger in ein paar Taschen gesteckt. Eine war ein Sack voll Müll, in der sich dieses Notizbuch befand. Es beinhaltet Details über die Verteilung des Lagers, Namen von Kommandanten und Teile von Unterhaltungen. Only a spy would make these kind of notes. We have a traitor in our midst. Nur ein Spion würde solche Notizen anfertigen. Wir haben einen Verräter in unserer Mitte. Von wem habt ihr das Notizbuch? Mhm. Und der Verräter ist? Die Kommandanten müssen davor erfahren. Von wem habt ihr es? That's the problem. While I was working, I wasn't paying attention to faces. It could have come from a few different people. Das ist das Problem. Ich habe bei der Arbeit nicht auf die Gesichter geachtet. Es könnte von einigen Leuten sein. Was waren die anderen Gegenstände in der Tasche? There was the notebook, of course. A potion, a candle, and this sheet of paper covered in runes of some sort. Da war natürlich das Notizbuch, ein Trank, eine Kerze und dieses Blatt Papier, was mit einer Art Runen bedeckt ist. Und? It looks like the page was torn out of a book. I can make no sense of the runes. Sieht so aus, als sei diese Seite aus einem Buch gerissen worden. Ich kann diesen Runen keinen Sinn entlocken. Sieht für mich nach Militärzeichen aus. Vielleicht weiß einer der höherrangigen Offiziere im Lager was darüber. Auch kein Zeichen, aus welchem Buch sie stammte. All I know is it came from someone's pocket. Ich weiß nur, dass sie aus jemandes Tasche stammt. Könnt ihr mir nichts über die Leute, die ihr beraubt habt, erzählen, Safana? Robbed is such a loaded term. I prefer to think of it as easing friends' physical burden. As to the question, they were all soldiers, I think. Beraubt ist so ein negatives Wort. Ich sehe es eher als ein Verringern von physischen Bürden meiner Freunde. Um zu der eigentlichen Frage zurückzukehren, alle waren Soldaten, denke ich. Was genau hat sie in der Tasche gefunden? Dann beschreibt mir die Kerze. It's not your average tallow stick. Gold leaf is pressed into the side and it's quite heavy. Das war kein gewöhnlicher Wachsstab. Blattgold wurde in die Seiten eingedruckt und sie ist ziemlich schwer. There's nothing else special about it. Maybe a priest could tell us more. Sonst nichts weiter Besonderes dran. Ein Priester könnte uns vielleicht mehr sagen. Sag mir beim noch mal, was ihr in der Tasche gefunden habt. Was für ein Trank? Do I look like an alchemist to you? It might be a healing potion, but it's in a weird bottle. Maybe the trader purchased it in camp. Sehe ich für euch aus wie ein Alchemist? Vielleicht war es ein Heiltrank, aber er war in einer seltsamen Flasche. Vielleicht hat der Verräter ihn im Lager gekauft. Nochmal wegen den Runen. Sieht mir nicht nach Militärzeichen aus. Vielleicht weiß einer der höherrangigen Offiziere im Lager darüber Bescheid. Das sind die Informationen, die ich brauche. Fragen wir mal herum, versuchen die Identität des Verräters ausfindig zu machen. Lasst mich nicht hängen. Hey there, sweetheart. How's it going? Hallo Schätzchen, wie läuft es? Nochmal Safana, jetzt will sie wieder mit mir flirten. Es läuft gut, es lastet viel auf meinen Schultern, aber ich komme schon zurecht. Ganz gut, danke der Nachfrage. Ihr tut so, als würde euch mein Wohlergehen interessieren. Sehr verdächtig. Nehmen wir mal die zwei. Since you replied to me, I can only assume that means you got my present. Wenn ihr mir antwortet, kann das nur bedeuten, dass ihr mein Geschenk habt. Bevor ihr mir zeigt, muss ich etwas wissen. Ich bin eine One-Man-Woman. Seid ihr ein One-Woman-Man? Bevor ihr es mir zeigt, muss ich euch aber etwas fragen. Ich bin monogam. Wie steht das bei euch? Wie sieht das bei euch aus? Eigentlich wollte ich mit Nera anbandeln. Und was? Ihr dachtet, ihr würdet mich nur along?
Not gonna happen, Champ. I'm not the girl for you. Was dachtet ihr etwa, ihr könnt mich einfach so zappeln lassen? Dazu kommt es noch, Champion. Ich bin nicht das richtige Mädchen für euch. Gut, damit haben wir wenigstens das mal hinter uns. Der Verräter, ich sollte mit den Leuten im Lager sprechen, nach der Kerze, der Trankflasche und der Seite mit den Runen fragen. Mhm. What a bunch of pathetic babies! I've never seen a worse lot in my entire career! Was für ein Haufen armseliger Kleinkinder. In meiner gesamten Karriere habe ich noch nie so einen lausigen Haufen gesehen. Ärgerwachsamer? Ihr sagt es, sie sind ein Durchfuttertrupp. Nicht an die Erfahrung, die Disziplin gewöhnt, die uns in Tiefwasser zuteil wird. Werdet ihr in der Lage sein, sie in Form zu bringen? Ich tue mein Bestes, aber ich habe noch andere Pflichten zu erfüllen. Dieser Haufen muss es vielleicht alleine hinbekommen. Ich werde sie liebend gerne nach Durchfuhr zurückschicken, aber wir brauchen ihren Soldaten, den wir kriegen können. Auch so nutzlose wie diese. Vielleicht könnte ich sie euch ausbilden. Warum übernehme ich die Ausbildung nicht für eine Weile? Schlechter kann ich sie ja wohl kaum machen. Lass mich mal an sie ran. Ich zeige ihnen echte Disziplin. Viel Glück mit ihnen, Wachsamer. Nehmen wir mal die drei. You're the hero of Baldur's Gate. Why not? Come talk to me when you finish drilling them and we'll see how you did. Dismissed. Ihr seid der Held von Baldur's Tor, warum nicht? Kommt zu mir, wenn ihr fertig mit dem Drill seid und wir sehen, wie ihr euch geschlagen habt. Wegtreten. Ich sollte mit jedem Rekruten sprechen und dann der Aufpasserin Bescheid geben. Okay. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Warte, wer läuft da weg? Ein Bote. Okay. Seid gegrüßt, werter Herr. Fangen wir an, Grenadier. Greift euch euren Kameraden an, während ich eure Technik bewerte. Na schön, lasst es uns hinter uns bringen. Schlagt euren Freund dort so fest, wie ihr könnt. Sehe ich für euch wie ein Stück Brot aus Made? Nein, dann hört auf, mir Honig ums Maul zu schmieren. Seht ihr den Rekruten dort drüben töten? Okay, wir sind mal diszipliniert. Das können wir auch sein und sagen, fangt an. Jawohl, mein Herr. Und zustechen und nach rechts ausweichen und nochmal zustechen. Was meint ihr, werter Herr? Ich will, dass ihr näher an den Feind herangeht und entschlossener zustecht. Versucht es. Don't mind. I think I can teach the private some tricks. You've got the right idea. But you're not taking it far enough. Wenn es euch nicht stört, kann ich dem Grenadier wohl ein paar Tricks beibringen. Ihr seid auf dem richtigen Weg, aber ihr denkt nicht weit genug. Ihr meint, ich sollte versuchen, naja, schmutziger zu kämpfen. Was, wenn ich einen tiefen Tritt mache, etwa so, und eine Finte zur Seite starte? Oh. That's it. Leave the honor to nobles. Fight to win. Genau, so lasst die Ehre den Edelmännern. Kämpft, um zu gewinnen. Das werde ich. Vielen Dank. Dann legen wir mal los. Ich bin bereit, werter Herr. Das ist die Einstellung, die ich sehen will, Soldat. Los, es zeigt diesem Rekruten dort drüben, was ihr könnt. Wir werden sehen. Zeigt eurem Gefährten, was mit den Feinden von Durchfurt passiert. Genau so, für Durchfurt. Zwei Stiche in den Schenkel, einen in den Magen und darauf warten, dass er umfällt. Wie war das, werter Herr? Ihr werdet euch erschöpfen, wenn ihr wieder und wieder auf die Rüstplatten einhämmert. Seht euch nach verletzten Pfeilen um, die ihr erledigen könnt oder fordert Gegner in eurer Größe heraus. Das macht wirklich Sinn. Ich beginne sofort damit zu üben. So, das waren schon mal zwei. Dann mal du. Elfen haben nur selten Zeit zum Plaudern. Seid gegrüßt, werter Herr. In Ordnung, Soldat. Genug geplaudert. Nehmt einen eurer Rekrutenkameraden und ich werde euch in euren Techniken unterweisen. Na hoffentlich, steht gefälligst nicht einfach so rum, greift an. Gilt nicht für diesen Rekruten da drüben, der ist jetzt euer Feind, vernichtet ihn. Nehmen wir wieder die 1. Wie war ich, mein werter Herr? Ihr müsst mehr Acht geben, mehr Energie aufwenden. Ihr kämpft sowohl um euer Leben als auch um Durchfurt. Danke, werter Herr. Das wird eine große Hilfe sein, glaube ich. Vielen Dank für die persönliche Betreuung. Ich werde weiter üben und euch euren Pflichten überlassen.
Okay, warum immer, auch immer er mich noch angegriffen hat. Guten Tag, Werter. Ihr wirkt nervös, Soldat. Lasst uns das auf der Stelle ändern. Greift einen Rekrutenkameraden an und zeigt mir, was ihr könnt. Jawohl, Werter Herr. Jetzt sind die beiden dran. Schnitzen, zustechen, parieren und zustoßen. Und Werter Herr, wie war ich? Ihr seid offensichtlich gut darin, euch Muster zu merken. Denkt euch ein paar verschiedene Angriffe aus und geht sie auf den Schlachtfeldern durch. Werde versuchen, daran zu denken, Werter Herr. Ich danke euch. So, dann bist du jetzt dran. Ihr werdet mich also ausbilden. Richtig, lasst sehen, was ihr könnt, Soldat. Greift einen eurer Kameraden an. I do not like the way our allies look at me. Wie war das? Wow, macht mal halblang, Soldat. Ihr seid außer Kontrolle. Ich denke, ihr habt ihn getötet, Soldat. Diese Art unkontrollierter Angriff wird euch und alle um euch herum umbringen. Ich denke, ihr habt ihn getötet. Tut mir leid, werter Herr. Ich habe mich etwas mitreißen lassen. Ihr müsst euch beruhigen. Konzentriert eure Angriffe. Versuchen wir es nochmal. Ich spüre etwas in euch, Soldat. Eine Dunkelheit, die mich an meine eigene erinnert. Es gefällt euch zu töten, nicht wahr? Ja, es gefällt mir. Allerdings mache ich, wenn ich das sage, dann lassen sie mich sicher nicht zum Militär. Gebt diesem Verlangen nach. Versucht nicht, eure wahre Natur zu unterdrücken. Wenn ihr eure Feinde niederstreckt, werdet ihr einen Ruf in eure Seele vernehmen. Antwortet ihm, wenn ihr euch traut. Das werde ich. Vielen Dank. So, jetzt fehlst nur noch du. Bereit loszulegen, werter Herr. Lasst mich einfach angreifen, ich werde sie alle umbringen. Immer mit der Ruhe, Grenadier. Lasst uns erst mal sehen, was ihr habt. Angriff. Jawohl, werter Herr. Welchen der Rekruten soll ich denn angreifen? Ja, das ist wirklich nicht wichtig. So dein Haus und greift ihn an, den hässlichen. Irgendeinen beeilt euch einfach. Ihr verschwendet meine Zeit. Den hässlichen. Ja, Moment, Herr. Wollt ihr, dass ich mit meinem Schwert beginne oder auf Entfernung mit meiner Armbrust? Armbrust. Ja, wo mein Herr, meine Waffe scheint kaputt zu sein. Vielleicht könnt ihr die eine der anderen Rekruten ausbilden oder später auf mich zurückkommen. Fragt mal den Feind, ob er darauf wartet, bis ihr bereit seid. Mal sehen, wie weit euch das bringt. Ja, wo werter Herr, verzeiht mir, Herr. Ihr wart noch nie zuvor in einem Kampf, oder? Mikonia, ihr seht aus, als wolltet ihr etwas sagen. Everyone fears death, young one. It's the natural state of mortals. Shar teaches that it's foolish to chase hope or plan overmuch for the future. Death comes to all of us in the end. It's what we do in the moment that matters. Jeder fürchtet den Tod, Junge. Das ist ganz normal für Sterbliche. Shar lehrt uns, dass es töricht ist, Hoffnung hinterherzulaufen oder zu viel für die Zukunft zu planen. Am Ende reicht uns alle der Tod. Das ist, was wir im Moment tun. Das ist, was zählt. Also verpasse ich jetzt mein Leben, wenn ich versuche, den Kampf und seine Folgen zu vermeiden. Life is lost. In the end we lose our lives. Accept that truth and move forward. Leben ist Verlust. Am Ende verlieren wir unser Leben. Akzeptiert diese Wahrheit und schreitet voran. Ich werde es versuchen. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So. Und dann kann ich nochmal mit dir sprechen. Was für ein Haufen armseliger Kleinkinder. In meiner gesamten Karriere habe ich noch nie so einen Haben. Einem langsigen Haufen gesehen. Gehört dieses Stück Papier euch? Let me take a look. No, this isn't mine. Looks like it could be a page from the cipher book of Warden Two-Edged. Have you asked her? Lass mich mal sehen. Nein, das gehört mir nicht. Sieht aus wie eine Seite aus dem Chiffrenbuch von Aufseherin Doppelschneide. Habt ihr sie schon gefragt? Wer ist diese Aufseherin? Sie ist eine Aufseherin im Ruhestand aus Tiefwasser, die dabei hilft, die Belagerung zu koordinieren. Ihr findet sie normalerweise im Zelt des Kommandanten. Entschuldige mich nun, die Pflicht ruft. Danke, Fettwebel. Heißt euch zusammen, Truppe. Ja, ich habe die Ausbildung bei euren Guten abgeschlossen. Sehen wir mal an, wie ihr euch angestellt habt. Sie sind besser als zuvor, das muss ich euch lassen. Nicht überragend, aber besser. Es hat einiges an Zeit und Geduld gekostet, sie überhaupt auf diesen Stand zu bringen. Selbst für mich gibt es Grenzen für das, was ich in so wenigen Stunden vollbringen kann. Ich schätze trotzdem, dass ihr es versucht habt. Wer weiß, vielleicht habt ihr ein paar von ihnen ihre Leben gerettet. Hier nehmt diese Rüstung. Den Rekruten passt sie nicht, nur euch könnte sie vielleicht das Leben retten. Dankeschön. Angesichts dem Maß an Inkompetenz, mit dem ich hier zu tun hatte, brauchen eure Soldaten sie vielleicht dringender als ich, oder? Ob sie passt oder nicht, aber ich nehme sie trotzdem. Danke.
Wenn es das Beste ist, was ihr mir geben könnt, muss es wohl reichen. Wegtreten. Ein Kettenhemd. Ein Charisma plus 1. Der Träger und jeder Verbündete im Sichtradius sein ist immun gegen Angst und moralisches Versagen. Ja. Gut, packen wir die mal weg. Ich habe die Truppe ausgebildet. Schön. Ich sollte mit Aufsehern Doppelschneide sprechen. Mhm. Gut, jetzt speichern wir aber erstmal wieder. Das wäre jetzt Let's Play 12. Let's Play 012. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.